Heute erleben wir E-Mobilität am Zweirad. Das sind so ganz schemenhafte Erinnerungen an meine Jugendzeit. Da haben wir ja auch so ein Teil gehabt. Wir zeigen, warum E-Mobilität deutlich sauberer ist als die Verbrennerwelt. Aber wird sie auch schneller sein? Wir messen ganz genau nach. Möge der Bessere gewinnen. Frauenpower. Das schauen wir uns an. Unsere E-Profis Harry und Gerry sind heute in Straßwalchen beim ABÖ Fahrsicherheitszentrum zu Gast. Hier wollen sie sich alles auf zwei Rädern anschauen. Welche Möglichkeiten gibt es? Für welche Einsatzzwecke? Und wie schneiden diese im Test ab? Wir probieren es aus. Zuerst startet Harry gemeinsam mit Fahrradexperten Thomas. Thomas hat mehrere Radtypen mitgebracht, sofern man das noch Fahrrad nennen kann. Was ist denn das? Das ist ein Stromer aus der Schweiz. Wie schnell geht denn das? Das geht 48 km/h. Also ich habe 48 km/h im Kopf, ja. Da brauche ich ein Pickerl. Da brauche ich ein Pickerl, da brauche ich ein Nummerntafel, das volle Programm. Genau. Rotes Tafel oder grünes Tafel? Grünes Tafel. Grünes Tafel, okay. Du kannst auch rot montieren, aber grün ist schöner. Für dieses sogenannte S-Pedelec gelten auch ganz besondere Regeln. Beim normalen Pedelec bis 25 km/h bin ich Radfahrer und bin auch genauso wie mit dem E-Scooter auf den Radfahranlagen unterwegs. Für einen normalen Radlweg, ausnahmsweise auf der Straße, wo es keinen Radlweg gibt. Mit dem S-Pedelec bin ich rechtlich schon ein Kraftfahrzeug. Bin ich ein Moped, habe Ausrüstungsvorschriften wie ein Mopedfahrer. Ich brauche zwingend einen Helm. Ich brauche zwingend Verkehrsflächen, die kein Radweg sind. Ich habe aber dann auch das Kennzeichen zu führen. Ich fahre auch in ganz andere Alkoholbestimmungen. Na, so ein S-Pedelec sieht man noch nicht alle Tage. 48 km/h und Vorschriften inklusive Nummerntafel wie bei einem Moped. Außerdem hat es ein vollwertiges ABS-Bremssystem verbaut. Das wollen unsere beiden E-Profis sofort testen. Sarah, wir haben uns jetzt was überlegt, wo wir also jetzt die Anja und den Gerry bitten, dass sie also mit dem Fahrzeug einen Bremstest machen. Ja, und zwar sollte einmal zuerst die Anja fahren und dann wirklich mit dem ABS gescheit oberbremsen, auf 40 km/h auftreten, dann mit dem ABS oberbremsen und dann das gleiche der Gerry auch nochmal. Und die Polizei radert das, damit da keiner irgendwie schwindelt, genau. Okay. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Bremsweg da entsteht, vom Gewicht her, von der Person her, weil das doch ein wenig ein Unterschied ist. Was glaubst du, dass rauskommt? Ja, die Anja, die bremst natürlich gleich mal das. Frauenpower. Also, rauf auf die Räder und los geht's. Inspektor Christoph Gummerer von der Polizei begibt sich mit der Radarpistole in Position. Anja startet und nimmt ordentlich Anlauf, denn auch ein S-Pedelec will ordentlich getreten werden. Anja beschleunigt auf 47 km/h. Sie kommt zur Markierung und zieht voll die ABS-Bremse. Anja kommt nach wenigen Metern zum Stillstand. Jetzt war ich aber schnell. Jetzt ist Gerry an der Reihe. Auch er nimmt ordentlich Anlauf, denn die Radarmessung ist sehr genau. Er muss mindestens 44 km/h erreichen und dann ebenso die Bremse ziehen. Welchen Bremsweg wird Gerry brauchen? Oh, doch etwas mehr als Anja. Kommt man da etwa außer Atem, Gerry? Ja, es ist immer nur ein Vorradl. Aber 44. Ist eine geile Geschichte, oder? Das ist eine stolze Geschwindigkeit. Ja, wir haben ein spannendes Ergebnis. Wie erwartet hat die Anja gewonnen. Genau. Das ist dein Hirdl. Jawohl. Der Gerry ist zweiter Sieger mit dem Hirdl. Wir haben einen Unterschied von ungefähr 2 Radlängen. Ich hätte gesagt, das sind also so irgendwelche 4 Meter. Wie ist euch denn gegangen? Ja, also sehr gut. Es hat extrem beschleunigt. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich bin jetzt das erste Mal mit einem E-Bike gefahren. Überhaupt das erste Mal? Ja. Okay. Und ich habe da jetzt, also was ich gelesen habe, 47 km/h drauf gehabt und dann die Vollbremsung eben gemacht und es hat super funktioniert, lustigerweise. ABS? Ja, das ABS. Gibt's mittlerweile also auch beim E-Bike? Ja. Okay. Ja. Gerry, wie ist denn dir gegangen? Ja, es ist natürlich jetzt mit meinem Gewicht doppelt unfair, weil auch muss ich mich mehr anstrengen, dass ich zuerst einmal auf die Geschwindigkeit komme. Und wenn man es dann endlich einmal hat, dann musst du schauen, dass du wieder zum Stehen kommst. Und das geht sich in der
Wegstrecke ganz einfach nicht aus. Aber ich bin sehr positiv überrascht. Ja. Also erstens einmal, wie gut dieses Radl fährt, vor allem auch bei hohen Geschwindigkeiten, wie stabil das Radl fährt. Das Bremsen mit ABS ist für mich sensationell. Ich würde mir nie beim Radl trauen, in die Vorderbremse so reinzusteigen, weil du dann Purzelbaum schlagst. Und das war für mich überraschend, wie klasse die ganze Geschichte funktioniert. Also in Summe ein wirklich cooles Konzept, das über das reine E-Bike hinausgeht und das im Bereich der Geschwindigkeiten ja, auf Moped-Niveau ist. Und ich glaube, dass man in der Beschleunigung am Moped nicht wirklich weit hinten nach ist, wann überhaupt. Das bringt mir auf eine tolle Idee, das probieren wir aus. Moped gegen den Stromer in der Beschleunigung. Ja, ich fahr das Moped. Du fährst Moped? Ja. Fährst du? Dann fahr ich das Bike. Ja, so tun wir. Perfekt. Dann machen wir das. Gut. Also ein Rennen jagt heute das nächste. Doch bevor es losgeht, darf Gary noch kurz durchschnaufen. Dabei trifft er Ursula Hemmetsberger, die Fahrradkoordinatorin des Landes Salzburg. Jetzt gibt es Radlfahren ja schon ein bisschen länger. Und ein ganz interessanter Punkt beim Radlfahren ist ja, dass ja seit vielen Jahren mittlerweile jetzt da die E-Mobilität Einzug gehalten hat und die E-Bikes ja in Wirklichkeit aus der Szene nicht mehr wegzudenken sind. Wie hat sich diese Entwicklung bei euch so dargestellt? Was sich grundsätzlich verändert hat mit der Elektromobilität am Fahrrad ist, dass weitere Distanzen gefahren werden, dass Steigungen nicht mehr das Problem sind, dass Menschen, die sie bisher nicht aus sich gesehen haben oder auch die in der Gruppe mitfahren wollten und nicht mitkonnten, dass die wieder integriert werden. Also es ist wirklich ein Game Changer. Wir haben zum Beispiel bei der Universität Salzburg festgestellt, dass sich der Radius, wo die Leute jetzt einpendeln mit dem Fahrrad, durch das E-Bike ganz deutlich erhöht hat. Früher waren das so im Schnitt 5 bis 7 Kilometer. Jetzt gibt es auch einige Leute, die eben täglich 15 Kilometer in eine Richtung fahren, um eben dann auch gleich einen Gesundheitsaspekt eingebaut zu haben und auch dem Stau davon zu fahren. Kann man für ein Fahrrad eigentlich Kilometergeld kriegen, wenn man jetzt im beruflichen Kontext unterwegs ist? Ja, man kann auch Kilometergeld verrechnen für betriebliche Fahrten. Das sind 38 Cent für den Kilometer. Was man halt machen muss, ist ein Kilometerbuch führen. Und das ist halt beim Radfahren nicht so üblich. Aber bis zu 1500 Kilometer im Jahr können so über das Kilometergeld auch für berufliche Fahrten abgesetzt werden. Harry ist in der Zwischenzeit wieder beim Radzelt eingetroffen. Hier gibt es noch viel zu sehen. Vom eleganten Stadtrad bis hin zum Downhill-Folly. Wir haben also jetzt die E-Bikes angeschaut. Gary, du bist also Profi, was also E-Scooter anbelangt. Was gibt es denn da Neues? Das ist ein sehr spannendes Thema, weil das ja eine Kategorie von Fahrzeugen ist, die es noch nicht so lange gibt. Also erst seit wenigen Jahren. Und da haben wir uns heute einen Spezialisten gesucht, der aus dem bekannten Automobilbereich kommt, weil ein bisschen Bezug brauchen wir natürlich zu unseren vierrädrigen Gefährten. Und das ist der Günther Schäfer. Und der Günther hat einen E-Scooter mitgebracht, der von Seat kommt. Jawohl, das geht 20 km/h, 25 wären in Österreich erlaubt. Hat jetzt Lufträder, Bremse rekuperiert beim Bergabfahren, also die elektrische Energie wird wieder eingesammelt. Damit habe ich auch wieder einen Vorteil, was die Reichweite betrifft, muss weniger oft an die Steckdose. Günther, verkauft sich die schon relativ lange, was ich so mitgekriegt habe. Ja. Wie sind denn eure Erfahrungen, was sagen denn die Kunden zu dem Scooter? Sie verwenden es wirklich, wie es gedacht ist, für die Last Mile. Das Auto wird stehen gelassen, mit dem Scooter fahre ich in die Innenstadt rein, mache meine letzten Wege oder manche verwenden es auch gerade im Campingbereich, fahren mit dem Wohnmobil auf dem Parkplatz, bleiben dort und zum Einkaufen oder in die nächste Gastronomie fahren sie mit dem Scooter. Ich habe mich mit dem Thema E-Scooter ja schon seit längerer Zeit ein bisschen auseinandergesetzt und das Interessante ist, dass da mittlerweile der Markt unheimlich groß ist und unheimlich viele Konzepte an E-Scootern verfügbar sind. Das heißt, für jeden Anwendungsbereich gibt es faktisch jetzt schon einen eigenen Scooter. Und für meine eigenen Bedürfnisse habe ich mir jetzt einen neuen gekauft, die neueste Generation. Und an dem sieht man sehr schön, dass sich ja dieses Thema sehr stark weiterentwickelt. Das Thema beim Scooter ist ja immer bei vielen die Geschichte mit der Sicherheit. Das fährt jetzt nicht unbedingt sehr stabil, sagt man. Und bei meinem neuen Gerät kann ich nur sagen, zum Thema Sicherheit, das ist deutlich besser geworden. Also einmal deshalb, weil das Fahrverhalten besser ist, weil das Ding jetzt an der Hinterachse und Vorderachse gefedert ist. Der Lenker ist in dem Fall etwas höher gebaut, das heißt, er fährt stabiler. Und das, was ja für den Straßenverkehr ganz interessant und sehr wichtig ist, er hat jetzt da einen eingebauten Blinker,
weil das Thema Abbiegen und Handzeichen mit dem Scooter nicht ganz so easy ist. Viele machen das mit dem Fuß, aber so eindeutig schaut das nie aus. Und da ist der Blinker, denke ich, eine ganz interessante Geschichte. Bei allen E-Scootern der große Vorteil, man klappt ihn zusammen, kann ihn in die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, kann ihn ins Auto hinten reinschmeißen und damit ist ein ideales Ergänzungskonzept für die vierrädrige Mobilität, die wir ja nach wie vor alle sehr schätzen. Schwupp, tatsächlich. Nur ein Handgriff und schon geht es mit dem E-Scooter zum Beispiel in den O-Bus oder in die Bahn. Aber wo darf man mit einem E-Scooter eigentlich fahren? Beim Scooter muss ich unterscheiden zwischen dem normalen muskelbetriebenen Scooter und dem E-Scooter. Mit dem einfachen muskelbetriebenen Scooter bin ich am Gehsteig und einfach als Spielgerät unterwegs. Mit dem E-Scooter, der E-Scooter ist rechtlich einem Fahrrad gleichgesetzt. Ich bin auf Radfahranlagen unterwegs, auf Radwegen. Alles, was ich als Radfahrer mache, dort fahre ich mit dem Scooter. So, jetzt haben wir den Klassiker, so wie wir es bisher haben. Das ist ein bisschen laut, das raucht ein bisschen, wenn es gestartet wird. Es stinkt auf Deutsch. Und damit ist das Gefährt jetzt interessant. Auch im etwas größeren Zweiradbereich sind wir jetzt elektrisch unterwegs. Und da sind wir wieder beim Günther, das kommt nämlich von Seat. Das ist der Seat Mo 125, ist gleichzurechnen wie 125 Kubikzentimeter Roller. Also mit dem B-Führerschein und Code 111 zu fahren. Nur macht viel mehr Spaß, wie das laute Stinkende, was wir gerade gesehen haben. Laut und stinken, darf man das überhaupt so sagen? Ja, wir denken irgendwie schon. Und dann ist das Thema natürlich jetzt mit dem Tanken, also mit einem 1,50er Gemisch, so wie früher bei den Zweitakter, da werden wir wahrscheinlich wenig Freude haben. Wie geht es da mit dem Batterieladen? Also Batterieladen, 230 Volt Steckdose, ganz normal. Ich entriegle die Halterung vom Akku. Der Akku ist ein Trolley-System, der fährt sofort auf seine eigenen Radeln. Zack. Und ich nehme ihn raus und ziehe ihn nach und lade ihn zu Hause im Kinderzimmer. Also im Kinderzimmer würde ich es jetzt nicht unbedingt laden. Ich würde einmal A laden mit Grundstrom von der Salzburger AG und B würde ich das Ding direkt an der Steckdose anstecken. Es hat nämlich halt auf der Seite einen Ladeanschluss. So. Und jetzt Grundstrom von der Salzburger AG. Also Strom hätten wir jetzt drin. Aber wer kann das Gefährt jetzt für uns testen? Das lassen wir den absoluten Profi machen. Abteilungsinspektor Christoph Gummerer fährt sowohl im Polizeidienst als auch privat auf zwei Rädern. So. Dann fahr jetzt mit 70 km/h, bremsen wir mal zusammen. Ja, Kurven fahren super. Und Beschleunigung aus der Kurve heraus. Christoph, was war dein Eindruck? Du bist ja Profi auf solchen Dingen. Überraschend gute Beschleunigung. Die Bremsen funktioniert perfekt. Das Handling ist super. Also war sehr, sehr unerwartet. Und das Gewicht? Gewicht, es ist, ich fahre privat auch einen Roller. Es ist angenehm verteilt. Also ungefähr vergleichbar, oder? Ungefähr vergleichbar. Es ist, ja, bin sehr positiv überrascht. Nicht ganz so überraschend hat Gary vor wenigen Minuten den Bremstest gegen Anja verloren. Sein Bremsweg war trotz ABS-Bremse deutlich weiter als jener von Anja. Jetzt geht es aber zum ultimativen Duell. Gary steigt auf sein motorisiertes Gefährt und will damit im Beschleunigungsrennen gegen Anja gewinnen. Weißt du, auf was du dich da eingelassen hast? Selbstverständlich. Das sind ja so ganz schemenhafte Erinnerungen an meine Jugendzeit. Da haben wir ja auch so ein Teil gehabt. Und ja, es hat sich nicht viel verändert, es ist immer noch laut, es stinkt immer noch nach Moped. Und jetzt werden wir schauen, ob es immer noch so gut geht oder so schlecht geht. Möge der Bessere gewinnen. Ah ja, wir haben schon eine leichte Vermutung, wer das sein könnte. Auf die Startposition. An der Flagge hilft Sarah beim Start. 2! Wer hat jetzt gewonnen? Schauen wir noch einmal genauer hin. Okay, da braucht man nicht radeln, da jetzt mal sagen. Ja! Na gut, das war eher eindeutig. Wir gratulieren dir, Anja, auf dem S-Pedelec recht herzlich zum Sieg. Unsere beiden E-Profis machen sich schön langsam wieder auf den Heimweg.
Doch dafür will Harry noch sein eigenes E-Bike am Strom checken. Gerry, ein E-Bike lädt sich ungefähr so wie ein E-Auto. Wir haben also da jetzt konkret 96% drinnen. Darum fließt da bei weitem nicht so viel Strom, wie das Ding also aufnehmen könnte, wenn es hungrig ist. Wenn wir herunten wären, wir irgendwelche 20%. Es fließen im Moment ungefähr 125 Watt, könnten aber bei Normalladung 1000 Watt sein und beim Schnellladen 1500 Watt. Da kann man sagen, je höher der Ladezustand der Batterie, also der SOC ist, desto geringer ist die Leistungsaufnahme. Und wenn es dann über 80% und 90% ist, dann ist das meistens ein relativ geringer Wert, den er dann braucht, um dann am Ende die einzelnen Zellen alle auszubalancieren, dass wir am Ende überall die gleiche Ladeschlussspannung haben. Somit haben wir heute gelernt. Ein elektrisch betriebenes Zweirad stinkt nicht, aber fährt richtig schnell. Und es macht ordentlich Spaß. Ja, Fazit von heute ist, dass wir heute aus dem Begriff Elektromobilität uns ganz stark das Thema Mobilität angeschaut haben und das als Mobilitätsansatz oder Mobilitätskonzept sehen kann. Und der Tipp ist ganz einfach, wenn man über seine eigenen Mobilitätsbedürfnisse nachdenkt und sagt, ich möchte vielleicht vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zum Fort in die Arbeit umsteigen oder teilweise umsteigen, dann haben wir gesehen, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, sehr viele interessante Ansätze für die erste und die letzte Meile und damit ein sehr breites Spektrum an Mobilitätslösungen, die sie damit anbietet.